Manchmal habe ich ja dann doch ein bisschen Glück mit dem Abspeichern. Oder das Ganze hier ist nur eine einzelne Falle. Eine einzige. Ach, guck mal. Okay, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Scheiße, scheiße. Ich wollte gerade noch im letzten Moment über die Kisten drüber. Über die Kisten, genau. Über die... Ja, ich habe versucht, mich ein bisschen abzurollen, aber das hilft auch nicht wirklich viel. Im letzten Moment wollte ich noch da drüber springen, aber hat leider nicht gefunzt. Hätte ich die jetzt rein theoretisch gesehen auch von den Kugeln überrollen lassen können? Und haben die Kugeln vielleicht irgendwas da hinten ausgelöst? Nee, ich glaube, das ist nicht so das Spiel für sowas. Ich glaube, das war hier nicht so der Fall. Da kann man hoch. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, von Abwechslungen. Aber wenn es halt zu viele einzelne Wege gibt, die man theoretisch gesehen gehen kann, da ist noch eine Tür, och, dann... weiß ich nie, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören muss. Und generell. Ich gehe einfach mal wieder davon aus, dass das hier die Endtür ist, also das Ende des Levels. Und wir wieder einen Weg dahin finden müssen. Das hier hat grundsätzlich gerade was von Tomb Raider 1 relativ stark, finde ich. Ach, da oben ist sogar... Cool, da ist sogar Sonnenlicht. Tageslicht nennt man es auch. Mit dieser Brücke und alles, das hat was ganz vom Anfang von Tomb Raider 1 in Peru, in den Bergen da oben. Finde ich doch. Ist auch noch eine Tür. Dahin haben wir noch eine andere gesehen. Tja... Da hinten kann man noch rum, das habe ich wohl gesehen. Ich versuche aber erstmal hierher zu gehen. Genau. Wir müssen, glaube ich, diese Feuerschale zum Kippen bringen, damit sie uns den Eissee darunter zu... Nee, zerstört sozusagen. So. Eigentlich reichen für die Viecher auch. Reicht auch die normale Munition. Ich weiß. Ich weiß. Denn hier unten drunter müsste ein... ein Schlüssel liegen. Oder so. Nee, ach, das ist der Gong, genau. Das ist der Gong, den wir... Also der Klöppel, Knüppel, wie heißen die Dinger nochmal offiziell? Den wir quasi für den Gong brauchen, den wir schon ein wenig gesehen haben, den ich euch aber noch nicht so wirklich offensichtlich und offiziell zeigen wollte. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Oh, Leute. Scheiße, ich muss gleich mal... Naja, jetzt bin ich gerade wieder... Ach, das ist, glaube ich, wenn ich auf Escape drücke und gleichzeitig noch eine andere Taste gedrückt ist, zum Beispiel die Pfeiltaste zum Bewegen, dann schmeißt er mich aus dem Spiel raus. Ich finde das ganz cool, dass es hier mal wieder ein paar mehr tierische Gegner gibt.
Ist auch nichts zum Klettern. Doch, hier ist was zum Klettern in dem Sinne. Da hinten sehen wir das Feuer wieder lodern. Das Luder. Könnte das wohl ein Geheimnisbereich sein? Nein. Das ist ein Bereich, zu dem wir hin müssen. So. Sonst noch irgendwas anderes hier? Ach, guck mal, da ist der Klöppel. Nenne ich ihn jetzt einfach mal Peter Klöppel. Da ist Peter. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Peter. Klöppels Peter ist das. Der liegt da unter Wasser. Scheiße. Und ich weiß nicht, von wo der kommt. Ich hoffe, es ist nur einer. Fuck. Zwei Stück. Ja, ich bin gerade wieder aus dem Spiel rausgeschmissen worden. Aber wie gesagt, ich kann ja kurz wieder reinklicken. Ich wollte ja nur ins Menü. Ach, scheiße. Jetzt hat er mich nämlich nicht ins Menü gepackt, obwohl ich auf Escape gedrückt habe. Das ist dann immer so doof. Holen wir mal eben die Maske. Und dann erledigen wir uns derer, glaube ich, mal wieder mit dem Granatwerfer. Der mir für sowas doch ganz sinnvoll erscheint. So, das war Nummer 7, ne? Ja. 8 Schüsse noch. Scheiße. Okay, die droppen aber auf jeden Fall was. Na. Ja, die M16, glaube ich. Ach so, ich bin doof. Die wurden ja jetzt noch gar nicht getriggert, weil ich ja die Maske noch nicht eingesammelt habe. So sieht es übrigens ohne Fackel unter Wasser aus. Also wie unter Wasser halt, nur ohne Fackel. Und da oben wäre die Freiheit. Oh. Ich finde, ich mal wieder diese Fackel einsammeln müssen. Dachte ich mir, komm. Flop. Gut, dass du alle Zeit der Welt hast. Ja, ich glaube, die M16 ist doch ganz gut dafür. Müsste gleich aber trotzdem mal nachschauen, wie viel Munition wir jetzt noch dafür haben. Denn ich habe die relativ häufig benutzt. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich wahrscheinlich einer der wenigen Tomb Raider 2 Spieler bin, die so häufig benutzen wie ich. Moment, können wir auch einfacher gucken. 268. Das ist locker flockig, sag ich mal. Alles klar. Natürlich möchte ich mir auch nach wie vor gerne wieder... Dingens aufsparen. Oh. Scheiße, wie komme ich denn da hin? Ich habe ja eine Vermutung, dass ich vielleicht hier irgendwie von hier darüber kann. Ne, es ist zu hoch, ne? Das ist scheiße, es ist zu hoch.
Ja, wesentlich zu hoch. Mist, verdammter. Auch das hier ist ein Level, das sowohl horizontal als auch vertikal eigentlich ganz gut gebaut ist. Ganz tricky in dem Sinne und interessant, weil man viel auch darauf achten sollte und muss, was über einem ist und wie man vielleicht irgendwo hinkommt. Und dass es über einem vor allem auch weitergehen kann. Spring doch einfach da drauf, Frau. Mensch. Wo sind wir denn hier? Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Ich erzähle Blödsinn. Da sind wir sogar hergekommen. Aber ich habe jetzt noch keinen anderen Weg gefunden, da hinten herzugehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier erst irgendwas machen. Hier haben wir nur die Tür. Genau. So, da kommen wir her. Und da oben gibt es nichts zum Einsetzen. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier hinten rum. Sollte vielleicht mal Medipack nehmen. Und hier mal speichern. Um uns auch wieder Laufwege zu sparen, falls wir denn mal wieder sterben sollten. Und ich habe die Vermutung, dass auch hier hinten vielleicht Viecher sind. Und wenn ich sage Viecher, meine ich Leute damit. Ich habe da wohl gesehen, dass man da was einsetzen kann. Also unsere Maske. Aber ich möchte doch ganz gern erstmal hochgehen. Moment. Muss mir meine Finger ein bisschen umlegen, damit ich Kaffee trinken kann. So. Und wieder die Finger umlegen. Muss ich ein bisschen machen, weil mein Mikrofon direkt vor mir ist. Also mein Großmembran-Kondensator-Mikrofon, was ich hier benutze. Das zwar eine saugeile Qualität abliefert, aber relativ groß ist. Aha. Aber das ist an sich kein Problem. Das sind Granaten, müssten das sein, ne? Für den Granatwerfer. Okay. Das heißt, das hier war wirklich nur... ein Ort, um Munition zu finden. Ist mir aber recht. Ach, du Heiliger, ich erinnere mich gerade an was. Alter. Moment. Ich glaube, ich kann eine Warnung geben. Die sind nämlich gefangen in den Käfigen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Alter, die Geräusche von denen, ey. Hohoho. Scheibenkleister. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hier so eine kleine Schalteraktion da hinten war, wo man mehrere Schalter irgendwie betätigen muss, nacheinander oder so. Die sind, glaube ich, jetzt genau unter uns. Ist einer. Ich hoffe, hier kommen die jetzt nicht rein. Dann drehe ich nämlich echt am Teller. Scheiße. Fuck. Entschuldigung. Habe ich danach nicht abgespeichert? Echt nicht.
Doch, Moment, oder? Nein, habe ich nicht. Oh. Das klang jetzt bestimmt wieder sehr geil. Wäre so ein typischer Best-of-Moment für so ein Let's Play oder was? Also, wäre zumindest sowas, was ich in Let's Best-of reinpacken würde, auf jeden Fall. Das ist so Standard-Zeug. Standard, aber halt sehr geiler Standard. Und ich bin ja eh so ein Schisser, von daher. Das war aber, also das ist schon sehr creepy da, muss ich sagen, da drin. Das haben sie schon atmosphärisch sehr, sehr gut gelöst. Und die Geräusche von den Viechern. Das ist ja fast das Schlimmste da dran. Und die Viecher an sich, weil wir sind halt so eine zärtliche Frau. Naja, gut, zärtliche. Das ist relativ bei Lara Croft, aber. Okay. Ja, ist ja gut. Wo kommen die denn hoch? Hier, ne? Von da. Okay. Jetzt wird's lustig. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich hier hinstellen. Ich gehe da jetzt nicht runter. Nein, das tue ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt unter 200 Ammo. Hier auch. Ach guck mal, jetzt ist hier das Feuer angegangen. Ist ja schön. Aber das waren doch eben 3, 4 Stück. Bin ich jetzt doof? Ja, du sagst aha. Ich sag, das war eine norwegische Popgruppe. Vielleicht ist Lara auch einfach ein großer Aha-Fan. Das kann natürlich auch gut sein. Nein! Aha. Ich glaube, das war's. Wie viele Fackeln habe ich überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So. Die Gatter wieder zu. Was für ein Schmu. Da gab es doch irgendeinen Trick. Ich weiß auch den Trick noch, fällt mir gerade ein. Die Frage ist nur, wo ist das Utensil, was ich dafür brauche?
Ist das hier? Oder ist das woanders? Ich glaube, das ist woanders. Das ist draußen. Oder? Doch. Wo kriege ich das denn her? Das muss auf dieser Ebene sein. Genau. Und zwar ist der Trick, dass wir das Tor blockieren. Beziehungsweise es reicht, wenn wir ein Tor blockieren und dann werden auch alle anderen mit blockiert. Und dadurch bleiben die Tore auch offen, wenn wir den anderen Schalter wieder drücken. Das ist nur die Frage. Ich schieb den mal rein ein, würde ich sagen. Falls ich das überhaupt kann. Ich glaube, so ist es gut. So, für die Meter nehme ich jetzt hier keine neue Fackel. Ich laufe übrigens schon. Genau. Und jetzt. Et voilà. Bleiben die Tore offen. Auch wieder eine simple Lösung, simples Rätsel im Prinzip. Aber auch wenn man, ja, wenn man das nicht weiß und diesen Klotz vielleicht auch nicht als verschiebbaren Klotz ansieht, weil er halt so ein bisschen steinig aussieht und es ja auch Stein ist. Wo laufe ich eigentlich hin? Muss da hinten hin. Kann das schon, glaube ich, upala, ziemlich lange dauern, bis man da eine Lösung findet.